Kuckuck. Da ist er wieder. Herzlich willkommen zurück bei Jack Zockt. Shadow of the Tomb Raider. Blind. Naja, ganz so blind bin ich nicht, denn hier haben wir die sexy Lara Croft. Und jetzt machen wir einfach mal weiter hier. So. Frage ist jetzt, wie machen wir weiter? Wo machen wir weiter? So, ich habe die letzten beiden Aufnahmen auch mal durchgeguckt, sah alles gut aus. Gerade eben nochmal eine Testaufnahme gemacht im Spiel. Sah eigentlich alles annehmbar aus. So, ja. Weiter hier. Hatten wir hier jetzt noch irgendwie eine Quest? Gucken wir gleich mal noch. Was ist denn das hier? Was? Kuvak Yagu. Ja, und was ist das hier? Banditensorgen. Achso, Banditensorgen, das werden wir ja malen. So, hier im Hintergrund läuft urheberrechtlich geschützte Musik. Haben sich von Shadow of the Tomb Raider gut ausgedacht, ja. Das ist ja Musik im Hintergrund, läuft die, naja gut. Ist doch schöne Musik, oder? Jo, ja. Pablo hat von dir erzählt. Ich weiß nicht, was ich sagen soll, außer danke. Schon okay. Vor vielen Jahren, als mein Großvater noch ein Junge war, kamen Männer und wollten die Wildnis rund um das Dorf abholzen. Keiner hat sich gegen sie aufgelehnt. Nur mein Großvater. Ein 15-Jähriger stand mit einer leeren Waffe da und hielt Maschinen und Männer auf, die doppelt so groß waren. Manchmal kann der Mut von einem die Feigheit von Dutzenden aufwiegen. Ich habe noch seine Waffe von damals. Ich möchte sie dir geben als Zeichen des Muts und meiner Dankbarkeit. Solltest du sie nicht Pablo geben? Mein Junge will Arzt werden, wie seine Mutter. Sag, wie heißt du überhaupt? Lara. Ich habe jetzt eine neue Geschichte, Lara. Nochmals danke. Das habe ich nicht gekriegt. Neue Ausrüstung. Ich dachte, ich kriege jetzt die Schrotflinte. Lara. Ja, nie weggucken, hier. Ich dachte so, die kriegst die Schrotflinte, ne? Komm, was? Mission abgeschlossen. Banditensorgen. Ja, mit dem... Ja, das sind alles die Dialoge, die wir schon hatten. Was haben wir denn da? Hier komme ich noch nicht rein. Hier brauche ich die Schrotflinte. Monolith, das Scheißding habe ich doch gelesen. Holt tief Luft und findet mich direkt unter der Nase eines anderen. Was ist denn das für ein Käse da drüben? Gehen wir mal von der Musik weg hier. Ja. Ja, der Motor ist hinüber, hoffentlich nicht. Ja. Gehen wir mal hier hin, was haben wir denn hier? Entschuldige, kennen wir uns? Tut mir leid. Ich wusste nicht, dass das privater Wohnraum ist. Oh Gott, wir haben viel verloren. Aber mir war nicht klar, dass es so schlimm ist. Ich wollte wirklich nicht. Ich weiß. Aber du musst uns entschuldigen. Wir haben viel zu tun. Privater Wohnraum? Das lädt doch ein zum Mopsen, oder? Ja, hier. Gerade auf dem Dach geguckt, wie spät das ist hier. Oh, Lara balanciert. Ja. Wir haben schon ziemlich spät heute hier. Die Folge muss morgen online gehen. Egal was hier kommt und passiert. Also. Das ist. Ja. Mach's weg. Das ist schön, dass sie sogar im Wasser auf die Karte gucken kann. Mal Lara wieder hier. Komm. Was ist nur? Was ist mit dem Ding jetzt hier? Na? Obwohl wir es schon angeguckt haben, oder? Und hier war da irgendwas. Ja, hier. Dann müssen wir hier irgendwas finden, sagt sie jetzt. Hier. Holt tief Luft und findet mich direkt unter der Nase eines anderen. Ist das darauf bezogen, dass ich von hier aus, um hier hinzukommen muss, tauchen muss, oder... Komm, Lara, wir gehen auch mal ein bisschen planschen, oder? Gefällt dir das? Ja. Hier, runter, hier. Alles. Kurzflug. Da. Da quetsche ich durch. Nimm erstmal das Zeug mit.
Na los, Jochio, quetsch dich durch da. Wird ja wohl nicht so schwer sein. Muss ich hier unten irgendwas machen? Oder ist es einfach nur dort, dass hier diese Krypta oder was, das ist, wo ich noch nicht reinkomme. Davon gehe ich eigentlich fast aus. Was sagst du dazu? Ja. Kann in deinen Gedanken lesen. Ja, was denn hier? Ist das das? Monolith-Schatz gefunden. Gut, okay. Durchsuchen Sie die Welt nach Monolithen und enthüllen Sie Ihre Geheimnisse. Ja, jetzt ist ja gut, Lara. Jetzt gucken wir erst mal. Ja, pack doch mal das Ding weg. Ja. Hier kommen wir, wie gesagt, noch nicht rein. Monolith haben wir. Wie viel Prozent haben wir jetzt hier? Wo steht das? Wir haben jetzt hier Kuwakiyaku. 22% abgeschlossen. Wir brauchen noch 4 Lager, müssen wir noch finden. Ein optionales Grab. Entschuldigung. Ein, was auch immer das ist. Ein Dunding. Eine Truhe. 2 Krypta. Sind das Kryptas hier oder was ist das? Dokument. Nee, 4 Becher haben wir. Hier brauchen wir 18 Dokumente. Die Dinger sind wirklich. Und solche Dinger. Aber da werden wir bestimmt noch Karten finden. Was ist denn das jetzt hier? Händler. Wir gehen jetzt mal zu dem Händler zurück. Teleporter. Geht ja nicht. Lara, warum habt ihr keine Teleporter? Neues Basislager entdeckt. Was, wie, wo? Bin schon wieder so blind, ich sehe das Basislager nicht. Rechts neben mir. Was denn? Würde ich so blind sein? Da! Ja. Oh, ein Fähigkeitspunkt. Den heben wir mal auf für Sachen mit 2 Fähigkeitspunkten. 3 Upgrades verfügbar. Jo, Bögen. Das Problem ist, ich soll den Bogen aufrüsten. Aber wenn ich den Bogen jetzt nehme, guckt mal da, die roten Leisten. Was der alles weniger hat. So, hier können wir nichts aufrüsten. Also lassen wir den Bogen erstmal stecken. So, hier, das können wir hier aufrüsten. Na, nimm, drück. Was? Nee. Das Ding hier. Ja. Ich kann nur dafür das ausrüsten, ja, aufmutzen, was schwerer ist. Wie jetzt? Sind Sie sicher? Ja, ich bin sicher. Mach doch einfach. Ist doch scheißegal hier. Pistole nehme ich eh so gut wie nie. Ja. Warum bin ich da nicht so schlau und heb die Fähigkeit, die Upgrade-Punkte auf? Keine Ahnung. Ja, komm, schließen. Wir könnten jetzt natürlich eine schnelle Reise machen zu dem anderen Lager dort. Aber Lara kann sich hier ruhig ein bisschen bewegen. Oder Lara, was sagst du dazu? Komm ich hier rüber? Nee. So, hier lang. Jetzt hören wir wieder Musik. Ja, jetzt wollen zu dem Händler hier hin. Dann hier gehen wir dann gleich hin. Das hier dieser Händler? Nee. Doch. Nee. Ist ja hier. Muss hier drinnen sein, oder wie? Händler. Ja, Händler. Was auch immer der für mich hat hier. Wie geht's? Gefällt dir irgendwas? Ja, mir gefällt dir irgendwas. Warte mal. Gucken wir uns das ganz einfach mal an. Was sagen wir denn hier? Wir haben 5602 deutsche Mark einstecken. Ja, was ist das? Gekniffte, brauchen wir nicht. Sowas brauchen wir auch nicht. Pistolenvisier brauche ich auch nicht. Pistolenschalldämpfer, kannst du behalten. Pistolen mit einem Munitionsbeutel, kannst du behalten.
Hast du nur Mumpeln hier oder was? Ich kann sogar verkaufen. Guck mal einer an. Das ist der Händler hier. Ist aber realistischer platziert als der letzte bei Rise of the Tomb Raider. Ja, oben im Schnee irgendwo in einer Pampa rumsteht, wo man sich sagt, Lara hat schon so viele Leute umgeknüppelt, hätte sie den auch umknüppeln können und sich das Zeug nehmen können, was sie braucht. Das habe ich damals schon gesagt. So. Geräuschlose Pfeile. Dafür gebe ich kein Geld aus für die Pfeile. Das ist das Überreste. Überreste. Urgusstiefel. Stiefel eines Spähers oder Jägers. Mehr Erfahrung bei Lautloskills. Brauche ich sowas? Nein. Überreste. Also kostet 3200 Tacken. Baumwoll und Lama-Wollgurt. Von unbekannter Herkunft. Erhöht die Menge herstellbarer Munition. Kannst du behalten. Nur Gewehrmunitionsbeutel kannst du auch behalten. Medizin. Ja. Wahrnehmungspflanzen. Konzentration. Leergut. Jetzt soll ich ja Leergut bei dem kaufen, oder was? Ich hab mal Leergut einstecken. Kannst du Pfand kriegen. Was kann ich ja eigentlich verkaufen? So, Lara auf Shopping Tour. Golderz. Nee, mein Golderz. Ja, Jadeerz. Wie viel bringt das überhaupt? Achso, das steht da drunter, 100. Ja. Hartholz. Ich will die ganzen Herstellungssachen aber nicht verkaufen. Was? Kaiserin Jaguarhaut. Erkunden Sie das doch nicht etwa hier. Nein, was? Mähnenwolfshaut. Erkunden Sie die Welt oder sprechen Sie mit Leuten, um seltene Raubtiere zu jagen und seltene schwarze Mähnenwolfshaut zu erhalten. Wir wird zur Herstellung von Outfits verwendet, deswegen behalten wir den Scheiß. Oh, das Ding genauso. Oh. Du hast mir nichts zu verkaufen, was ich gebrauchen kann. Die ganzen Sachen sind wahrscheinlich richtig viel, richtig klasse, wenn ihr ja mal jetzt auf einer höheren Schwierigkeitsstufe, ganz schwer oder so, wo man auf die Sachen wirklich angewiesen ist. Aber ich nehme jetzt nichts davon. Wenn du wieder handeln willst, ich bin hier. Ja, komm. Lara handelt, indem sie Leute erschießt. Oh. Was haben wir denn hier? Jonah, hier sind Inka-Ruinen, aber ich glaube, das Fundament des Tempels ist älter. Ja, Abby hat sich erinnert, wo sie das Symbol sah. Es ist irgendwo im Tempel. Sehr gut. Sag ihr Danke von mir. Ich bin hier. Es ist genug Dank, wenn du nichts kaputt machst. Ich bin gleich da, Lara. Da wird das nicht viel mit dem Dank. Oh, verdammt. Lara, nichts kaputt machen. Lara. Ja, komm hier, mach Spinne durch. Ja, Lara. Mit dem nichts kaputt machen, ich will jetzt... Es ist... Ein schlechtes... Das ist nicht so deine Sache mit dem nichts kaputt machen. Was haben wir denn hier? Ja, was hast denn du jetzt im Baum? Sie in der Tiefe rufen. Die Stimmen. Die alten Götter. Vielleicht musst du dich nur ausruhen. Nein. Sieh es dir selbst an. Sieh dir an, wie der Atem der Götter aus dem Schoß der Erde kommt. Und hör auf ihre gequälten Schreie. Das war mir nicht aufgefallen. Wo ist dieser Atem? Ich kann sie aus der Unterwelt rufen hören. Die Stimmen. Der alten Götter. Komm auf meine Knie, mein Kind. Grab. Gut, das optionale Grab, das machen wir jetzt noch nicht. Okay, dankeschön. Ja. Komm auf mein Schoß. Die Nase, die sich dann immer so dran stellt, das sieht immer ein wenig verwirrend aus. Mache ich das Grab gleich? Weil hier geht's mit der Hauptstory weiter. Erst da, jetzt komm. Wollen wir noch ein Händler? Ne, das ist der. Hier geht's also zum optionalen Grab. Ja? Ja, so mehr oder weniger. Gut, überzeugt. Grab. Wir machen jetzt erstmal Grab. Alle Gräber, die wir kriegen können, machen wir mit. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Ja, jetzt beruhig dich doch mal. Ja. Aber wenn du irgendwas umschmeißen kannst dabei, da kannst du es auch immer mitnehmen, hä? Oh, Grab. Da, die Richtung. Hä?
Was? Irland. Ja, nehmen wir Bayer mit. Oh, Monolith, ja. Oh, ich finde nicht raus, was das bedeutet. Hast du alles, hast wieder alles verlernt vom letzten Teil, was? Gut, okay, gehen wir mal in die Richtung hier weiter. Hier, Spinne, ach komm. Unmöglich, ich kann nicht mehr tragen. Ja, so eine kleine Spinne, die passt wohl noch in deine Taschen. Ja, lang, hier lang. Was wir gleich mitnehmen können, hier nehmen wir mit. Ja, da vorne ein Grab. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Herausforderungsgrab. Ich wüsste mal gern, ob das hier eins von den DLC-Gräbern ist oder nicht. The Forge. Und da, was ist denn hier? Wildschweine. Alles voll. Ja. So. Optionales Herausforderungsgrab. Rein da, was ist hier los? Was? Ist sie? Genau das meinte ich in der letzten Folge hier, Mädel. Komm her. Komm her, ja, ich will dich näher sehen, wenn ich mit dir rede. Komm her, ja. Genau das meinte ich letztens. Du hast inzwischen zwei von diesen Seilaufstiegsdingern. Einer aus dem ersten Teil, jetzt aus dem zweiten Teil. Das ist schön, dass du das Zeug in dein Craft Manor reinschmeißt und dort liegen lässt. Und wenn du hier rumrennst, ist es weg. Ganz klasse. Ganz super gemacht. Wirklich. Da sehe ich da schon wieder eine Falle. Mich anlächeln. Oder? Nö. So, hier lang. Erstmal umgucken. Bevor wir Lara hier wieder. Ist das von unten Wasser? Ja. Müssen wir lang? Bis Wasser? Weiß wieder keiner. Ja, lang. Ja, kletter mal raus hier, komm. Oh, sowas, Feuer. Lara? Ja. Na, guckst du mich eben nicht an. Entschuldigung, dass ich so hässlich für dich bin. Ja. Den Pilz dafür habe ich nicht genug Platz. Ja, ist ja gut. Das erinnert mich gerade an die, an diese bei Tomb Raider 2013. Ja, wo diese ganze Schwefel und sowas war. Hauer. Was? Du sollst dich nicht abseilen, oder sollst du dich doch abseilen? Du sollst dich doch abseilen. Na gut, okay. Ich bin so blöd und kletter erstmal hoch hier mit dir. Das hätte fast ins Auge gehen können. Ah, da musst du hin, oder? Hier hin. Genau, und umschmeißen. Komm, kaputt machen. Hier lang. Das habe ich leider hast du gedrückt. Jetzt hast du fast hier runtergesprungen. Was ist denn hier? Kannst du dich dort festhalten? Ist das was zum Festhalten? Lara, mach mir keine Angst hier. Ja, nu? So. Ja.
Das haben sie wirklich richtig schön unkenntlich gemacht hier so fast. Da. Die Wände sind porös. Das Öl muss durchsickern. Lara, ich war mindestens genauso erschrocken wie du. Jo, Spinne. Ich muss dort rüber, oder was? Jetzt gucke ich mich erstmal richtig um hier. Dort müssen wir hin. Da kommen sie. Gut, okay. Wir müssen mal gegen die Wölfe gehen. Wo kommen sie? Nee! Nimm aus und so, komm jetzt nie wieder mit solchen Texten hier von wegen, kannst du nicht tragen. Ist das schon das Ding, was ich hier... Das Corpus Delicti, ja. Oh, ja. Oder war das bloß ein komisches Wandgemälde? Heulende Höhlen. Wenn die Höhlen zu heulen beginnen, muss ein Krieger hinabsteigen, um das Leid zu lindern. Wird nicht einer geopfert, werden alle sterben. Jo. Das war jetzt hier so ein. So ein Ding. Wird das war noch nicht. Monolithen freigeschalten, jawohl. Ja. Monolith, wo? Hier hinten, was ist das denn? Da bin ich noch nicht. So, ja, mit. Das war jetzt aber noch nicht der Erfolg für das Grab hier, oder? Wäre zu einfach gewesen. So, da oben. Dann haben wir noch. So, hier ran hier. Ich hatte gehofft, dass der Händler dieses Steigleitungsding da hier für mich hat. Aber Lara, der hat nichts für dich. Oh, hier lang. Hier hoch. Gut, okay, hier. Was liegt denn hier? Noch mehr so ein Zeug. Ein Dokument über Wotan. Mhm. Kann gerade nicht schnell rennen hier, das kotzt mich gerade ein bisschen an. Basislager entdeckt. Ja. Patronen, was für Petroleumlager? Du lagerst hier Petroleumlager? So, ich denke mal, wir müssen hier hoch. Der Windstoß, der wird mich gleich hier runterpfeifen, oder? Warum wundert mich das nicht? Ach du Scheiße. Xolotl, Gott des Todes. Ich muss da rüber. Ja. Was das Ding wohl macht? Ich
höre Köter kläffen. Das gefällt mir nicht. Ich bin sicher, dir gefällt das auch nicht, Lara. Gucken wir uns erstmal um hier. Bevor wir irgendwas machen. Das mit dem Ding können wir irgendwas machen. Ja, kannst du dran springen. Warte hier. Spring dran. Das Timing muss stimmen. Was, das Timing? Was für ein Timing? Hopp. Hochspringen irgendwo? Das nee. Muss stimmen. Ja, das Timing muss stimmen, Lara. Ja, wie sorgst du so einfach? Was ist das hier? Warte mal. Das Ding, was kann ich denn damit machen? Ich kriege nochmal rüber. Weil irgendwie den Sprung nur drüber schafft sie anscheinend nicht. Oder ich bin zu doof dafür. Oh ja. Was kann man damit machen? Deswegen fackelt es doch bestimmt ab, das Seil. Ja, was ist denn hier dran? Kann ich das irgendwie löschen? Ja, das kann man hier anfassen und... Ich muss also wahrscheinlich doch da drüber, oder? Das schafft sie nicht von hier aus. Kann ich das wegdrücken? Darfst du nicht. Okay. Es tut mir immer noch Seele weh, wenn ich das sehe. Ja, Shadow of the Tomb Raider, weiter ja. Ja, komm. Was das Ding wohl macht? Ah, hier ist auch noch was. Das ist mein Weg. Das Pendel bringt mich vielleicht über die Lücke. Ah. Gut, okay. Hä? Ach so, das meinst du mit Timing. Ich habe doch gerade das Fenster aufgemacht. So, hier dran. Und hier rüber. Wenn es drüben ist. Timing muss stimmen. Das meinst du mit Timing muss stimmen. Okay, ja. Oh, yep. Oh, Scheiße! Oh, nein. Mit dem drehenden Hebel kann ich den Laden öffnen und das Feuer löschen. Mach mir keine Angst hier mit dem scheißigen Brille. Kann ich den Laden öffnen und das Feuer löschen. Ja. Laden öffnen, Feuer löschen. Ich hab's verstanden. Ja, komm. Ja. Dann fass es aber auch an hier, wenn ich zurückgehe. Los, hier. Erst klug scheißen und dann widerspenstig sein, was? So hab ich das gern, Lara. Ja. Wo bin ich jetzt? Ja. Das Ding, Pendel. Ich könnte die Blockade mit dem zweiten Pendel entfernen. Ja, die Frage ist... So, hier geht's ja auch noch lang. Hm?
Ich könnte die Blockade mit dem zweiten Pendel entfernen. Ja, ist ja gut. Ihr habt's ja verstanden. Ich muss das Pendel zu seinem höchsten Punkt ziehen. So wollte ich tun. Ja, komm. Jetzt müssen wir aber hier wieder dicht machen, oder? Komm ich hier wieder rüber? Nee, warte. Sicher. Ja, du kletter doch mal rum hier. Bing. Ja, so ist brav. Jetzt machen wir wieder zu, nie, dass es Lara wieder runterpustet. Zu den bösen Wölfen. Na. Schieb doch mal! Ja. Rüber hier. So, jetzt müssen wir hier langkommen. Eigentlich schon am Ende hier. Die Pendel miteinander verbinden. Ja. Wo sind die Pendel? Achso. Ich kann die Pendel miteinander verbinden. Was hält ihn in Position? Dann müsste ich erstmal auf das Pendler draufkommen. Ich kann die Pendel miteinander verbinden. Ich brauche mehr Kraft. Hey! Fast geschafft. Ich kann die Pendel miteinander verbinden. Da kann ich an dem Ding hier hochkraxeln oder nicht? Scheiße. Ich kann die Pendel miteinander verbinden. Ich kann auch an dem Pendel miteinander verbinden. Ja, wie? Du musst doch erstmal dorthin zu dem Pendel, und damit du das Seil da dran donnern kannst. Ich kann die Pendel miteinander verbinden. So, da müsste ich doch erstmal hier dran springen an das Ding. Ich kann die Pendel miteinander verbinden. Na, komm zurück. Ja, schön rumdrehen. Ich kann die Pendel miteinander verbinden. Also ich kann doch hier nicht ranklettern. Wie soll ich die miteinander verbinden? So. Gut, okay. Machen wir hier. Wartet. Wo war denn jetzt das Lager? So, wir machen jetzt hier einen kleinen Cliffhanger. So. Speichern das ganze Ding jetzt hier ab. 14. Ja. So. Und damit sage ich für diese Folge Dankeschön und auf Wiedersehen.